Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Gemeinde Rare am Mittwochmorgen zusammen mit dem Philipp, einen wunderschönen. Moin, ist ein Sebe, kommt gleich. Also. Ja, der muss sein PC nochmal neu starten, keine Ahnung, was schon wieder passiert ist. Aber der wird dann irgendwann im Laufe der wahrscheinlich zweiten Folge dazu stoßen. Wir werden dabei schon mal arbeiten und ich habe jetzt unsere wunderschöne neue Maestro. Ja, 24,75.sw im Einsatz. Und ich wechsle extra für eine Zuschauer von uns. Grüße gehen raus, die Farbe ja. Von meinem Johnny. Es ist kein Goldie mehr. Ich weiß nicht, ist hier schon gekalkt. Kannst du ganz kurz nachgucken, ob auch Feld 16 in der Mitte im Streifen umgekalkt ist? Feld 16? Ja, da bin ich gerade dabei, Wahnsinn. Und da ist im Mitten drin der Streifen, der nicht gekalkt ist. Der ist gekalkt. Okay, gut. Kann sein, dass ich... Ach, ich glaube, ich bin da nochmal mit Gruppe drüber gefahren, weil da irgendwie noch was stand oder so. Ja, wahrscheinlich. Birke! Oh Gott. Es ist nicht so vorteilhaft, in der Kameraposition nach hinten gerade zu fahren und dann merkt, oh Scheiße, da kommt eine Birke und dann da reinfahren. Ja! Aber darauf machen wir ist erstmal. Ungünstig. Ist nicht so optimal. Aber auf den Schreck machen wir erstmal ein Radio an. Mhm. Auch nicht an. Nee. So, warte mal. Wir machen definitiv noch eine Bahn, weil das ist eindeutig zu wenig hier. So, geht das? Oh, das geht. Alter, ich muss sagen, ich freue mich schon so auf die Hexensaison, ne? Das glaubst du nicht. Oh, ich habe vielleicht sogar ein paar Mitspieler, die wohl noch kommen. Das ist auch gut. Aber dann brauchen wir ein paar mehr Traktoren. Da haben wir doch genug da. Oder stimmt, umsteht. Ja. Der Case kann man auf jeden Fall. Man braucht, die haben wir dann einfach. Wir können ja die Antwort. Die kleine, der Case mit kleiner Johnny, dein Fendt. Genau, stimmt eigentlich voll. Der MP-Truck ist auch noch da. Oh, warte mal, ich muss da noch weiterfahren. So. Ja, wenn wir reingucken, wen wir dann noch Silo schubsen. Ah, ich würde glaube ich so. Das würde dann eher ich gesagt ich machen. Ja, dann Johnny nehmen, oder? Mhm. Ich glaube, ist die beste Lösung, weil er ist groß, hat Power, ja. Und ja, dann passt das auch. So, warte mal. Ich will hier drehen, das funktioniert nicht mehr. Ah. Wenderadius 3000. So. Okay. Lenkreaktion ist auch wieder wunderbar. Oh, Bremsen. GPS-Kurs. Das, ja, 18 Meter, das kann stimmen. So. Ja. Eher aggressiv oder eher lieb? Also Farbe? Ja. Ich würde sagen, auf aggressiv. Aggressiv? Ja. Wäre meine Empfehlung. Ich weiß nicht, wie er dann ausschaut. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Alter, ich fahre hier gerade mit 18 Meter. Das ist schon... nicht schlecht, ne? Ist schon von guten Eltern. So, rum wollte ich's. Oh, schöne staubgraue Chromfelgen. Hehe. Nein, war Spaß. Ich bin selber hin, weil... Ich komme ein bisschen zu weit raus. Was nicht so optimal wäre, drauf ist. So nach vorne gucken, wie du kommst. Bisschen weiter rüber. Ey, das ist ein bisschen rötlich, aber es schaut cool aus. Also, ich finde es aggressiv. Wahrscheinlich ist er dann so blutrot Halloween-mäßig. Bisschen, ja.
Getrocknetes Blut schaut so wie ein bisschen nach getrocknetem Blut aus. Lecker, ja. Aber passt dazu, ja, das ist, oder so Ding, das ist ja demnächst in Wien. Jo. Ich hab immer, wann war... Hast du Bock auf einen Red Bull? Ich hab Bock auf einen Red Bull, ich hab einen Star stehen. Ich hab auch schon einen Star, aber es ist schon geöffnet. Oh nein! Warte, ich muss erst zum Acker fahren. Ja. Das wird doch, glaube ich, nicht gut enden. Nee. Süß hier. Egon. Ja. Alles gut. Ich bin Profi. Ich hab's nie gesehen. Also. Ich bin fast gegen das Auto. Also. Okay, das kann irgendwie mal passieren. Also ich könnte natürlich auch Chrom nehmen, aber... Muss es... Ja, Chrom. Ich glaube, das schaut gar nicht so gut aus, oder? Doch, in den Felgen schaut schon fett aus. Okay. Aber ich glaube, dann sieht es irgendwann nicht mehr nach Traktor aus. Oh, der ist dampft noch. Alter. Ich habe eine neue Lieblingssorte von Red Bull. Okay, ich muss mir die auch mal holen. Wer uns interessiert, was Flip da hat, das ist die Winter Edition. Gletscher Eis Himbeere. Alter, ist das geil. Ich habe bis jetzt immer nur Standard hier rumstehen. Ich muss mal. Das hier ist ein bisschen rabiat aus, aber ich muss sie da ein bisschen anfahren. Standard ist ein bisschen billiger. Aber ich glaube, Standard kostet 1,4 und deshalb 1,6 kostet aber trotzdem mega. Die 2 Cent, die hoch dafür natürlich eben so in der Hosentaschen sind. Also ich meine, immerhin in der Mitte ist schon angesiedelt, aber ist es ja noch gar nicht. So, ein GPS. Und dann laufen wir die Sachen mal runter und rinnen hier runter. Da liegt die Sache. Schön Tempomat rein und zurücklehnen. Wohl trinken. Brüsterchen. Prost. Feier ja schief. Fast geschützt. Okay. Lecker, lecker. Ich hab gerade am Halbfahrt, Alter. Oh nee. Warte mal kurz, muss ich mal kurz auf die Felder gucken. Ja, es sieht. Ja, okay. Wie sieht unsere Mission aus? 80%. Wir haben die 80%. Ja, endlich. 80.000 bringt ihn? Ich dachte, ich habe mal mehr gebracht. Egal. 80.000. Wie viele sind vom Feld runter? Oh, Scheiße. Hoppala. Hoppala, du. Voll ins Mikro, Junge. Voll ins Mikro. Ach nee. Ich war zu langsam, sorry. Ich glaube, du musst mal zum Kartoffelkollegen noch mal kurz gucken, wer da steht, meines Erachtens. Ich hab's doch eh gleich hier beim Pflügen. Mich doch fertig pflügen. Okay, gut. Ja, ich weiß, dass der steht, weil ich selber fahren muss. Also, macht das nicht der Helfer? Nee, den Teil nicht. Oder weißt du was? Ich merke immer rum, ich kümmere mich selbst um den Kollegen. So, erstmal abfahren. Da. Ach, der steht da hinten. Verwende mal einmal. So. Aber es müsste doch. Doch. Macht das wirklich mit der Hilfe? Der ist eine Ecke und den Rest, nee. Okay, ich muss mal selber kurz ausholen. Weil das ist ja im Prinzip eine schnurgerade Strecke. Macht der jetzt eigentlich was rein? Nee, ne? Ja. Macht er nicht. Ach man, ach, da ist was, ich steige jetzt an. Ey, ach du Kacke! Huh. Ich seh dich da drüben, Mario! Oh, und? Wie ist es? Ich stell mich sexy hin, warte. Ach sorry, ich hab's gar nicht gesehen. Es sieht von... Ah, jetzt sind wir da. Stopp! Es geht alles daneben. So. Es sieht von der Ferne aus wie schwarz. Aber... Ist es nicht, bei einem genaueren Betrachten... Es ist so... Es ist matt. Ja, es ist so eine Art Wein, nur ein bisschen dunkler. Ja! Getrocknetes Blut. Und das hier war mal dunkles Grau mit ein bisschen leichten Chromstich. Viel Grau kann man da nicht mehr kennen. Ist eher eine braune. Aber du musst deine Stange. Deine Stange muss schon hochfahren, die ist noch grün. Ja, denke, ich weiß, aber. Das sieht noch nicht ganz so geil aus. So. Ja, warte.
Das nächste Mal hat er dann auch, also nächste Aufnahmesession hat er dann auch, Universal Passenger. Da ist offen. Jesus. Also, Hilfe! Also bis, bis jetzt fährt der Hilfe bei mir. Ich weiß nicht, wie lange er fährt. Der braucht auch ich meine dieses Eck da unten. Okay. Also die Ecke da unten. Ich lasse ihn einfach mal arbeiten, bis er irgendwann wieder meckert. Ja, genau. Ich glaube, der wird vorher meckern, dass er voll ist. Ja, kann gut sein. Da geht gut was runter, Alter. Also. So. Passt die Sonne? Sieht gut aus. Runterlassen. Wunderbar. Nice, wird angesehen, oder? Da. Ach, da muss ich nochmal längs fahren. Ach nee. Nice ist drauf. Also, wir haben es jetzt angesehen. Die 6, die 16. Halb. Ich muss nochmal an die 3, die 40. Wie sieht es mit der 40 aus? Die muss auch gepflügt werden. Oh nee, doch. Oh, Scheiße. Da war, glaube ich, da komme ich nicht durch. Hä, warum sind eigentlich alle Tore bei uns zu? Keine Ahnung. Ich glaube, die hat sie irgendwann mal zugemacht. Alter, nee, ist das nervig, da, ne? Da wo er seinen Aufräumfimmel gehabt hat. Ich hab nichts gegen den Caseflug, ne? Aber ich glaub, da komme ich nicht rein. Das kann sein. Wenn, dann stell ich ihn einfach da vorne, wo sein LKW steht, einfach da ab. Da haben wir Platz. Und stell den hinter zu den Schneidwerken. Genau, würde ich auch gerade sagen, weil da müsste... Boah, Flo! Verstanden? Alter! Ich fahr so ganz gemütlich durch Silo durch, gehe mit 63 im Hof. Ist es von mir ein Schneidwerk? Und da steht dann einfach das Glas-Schneidwerk vom Lexion. Alter! Wieso steht das da? Ich glaub, seitdem du gedroschen hast. Schätze ich mal, schätzungsweise. Ich dachte, ich hab's aufgeräumt. Doch. Bin mir doch fast sicher. Ja, dann müsste ich natürlich schon ganz krass hin, aber ich habe das doch aufgeräumt gehabt. Steht mitten im Silo drin. Ja, ich sehe es gerade, wenn ich auf der Map bin, aber okay, lol. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass andere von Johnny steht ein bisschen weit im Feld Nummer 1. Minimal. Nein, so weit geht unser Hof. Echt? Achso, ja. Das habe ich ein bisschen später gemerkt. Vielleicht. Wieso ist da eigentlich so komisch getrennt? Wieso ist der? Ich frag nicht. Flo? Ja. Besser nicht fragen. Ist so. Keine Fragen fragen. Kannst du mir mal kurz erklären, wieso das bei Fels immer auf die Karte? Ja. Wieso ist bei Feld 6 der Rand außenrum irgendwie ein bisschen gedüngt und der Rest nicht? Das verstehe ich nicht. Also, weil sie wie es meines Erachtens noch am Kalken. Feld 7 muss. Achso, das ist gepflegt. Ich habe schon fast gedacht, das muss gekalkt werden, ne? Dann hätte aber Anschluss kassiert, ne? Also, ich dachte ja auch gerade fast das. Alter. Das sieht aber richtig ähnlich aus. Ja. Ich dachte auch gerade, das muss nochmal gekalkt werden. Holy shit. Feld 40 muss noch und Feld 5. Feld 30 auch noch. Flo! Ja. Beeil dich! Oh. Ja, Feld 5 und Feld 40 muss gepflügt werden. Muss mal den Johnny hier waschen. Viel zu dreckig. Wobei. Nee, warte. Lass die 40 und die 5 ungepflügt. Weil. Das wäre sonst, glaube ich, nur doppelte Arbeit, weil wenn wir überall Mais drauf machen, wir müssen danach instant sofort wieder auch wieder alles pflügen, also alle Felder pflügen. Und das wird ich glaube, das wird sich nicht lohnen, wenn wir die jetzt pflügen und danach nochmal pflügen. Meines Erachtens. Ja, aber für sie, also Feld 40 ist ja, also einmal pflügen können wir steilen lassen, würde ich sagen. Aber Feld 7 war ja, glaube ich, über 7 Folgen. Ja. Also wo über stehen 7 nochmal. Also ich muss es mal richtig gut waschen, den Johnny, damit er mal glänzt. Wenn man jetzt ja, ich weiß jetzt doch gar nicht, wenn man jetzt nicht pflügt, es gibt doch auch irgendwie einen Ertragseinbuße minimal, oder nicht? Ja, 0,07 glaube ich. Okay, keine Ahnung. Stand doch mal hier irgendwo, warte mal, hier steht doch auf der Safe da mal irgendwas von Unkraut.
Tiere. Waschi, waschi, Paparaschi. Nee. Hab ich schon überlesen? Nee. Tiere. Gülle. Achso. Forstwirtschaft. Bin am Ende angelangt. Boah, bei der Stange muss man ganz genau sein, damit die sauber wird. Ja. Alter. Das funktioniert wunderbar. Forstwirtschaft da. Feld und Wurzelfütter, nee. Dünger. Da müsste es dann irgendwo kommen. Schweine und Hühner. Nee. Achso. Zuckerrohr. Geld. Wow. Es gibt immer eine Abteilung, wie man Geld verdient. Ja, moin. Geld verdienen. Nee, da kommt es noch nicht mehr, oder? Diverses. Nee. Aber da gab es doch mal eine Abteilung, bin ich mir doch fast sicher. Egal, wir finden es gar nicht. Na gut. Was muss jetzt eigentlich noch alles gekalkt werden? Die 30, da noch ein Stück. Die 40, die... Warte, ich muss das kurz mal alles wegmachen. Okay, das braucht nicht kalken. Die 4, okay, die 5 braucht auch noch kalken. Als Sebi ist dann glaube ich noch ein bisschen bei beim Kalken, wenn ich das sehe. Ja, was kann ich jetzt machen? Du konntest die... Nee, das gibt's. Wo schon. Ist mein... Ey. Wo ist mein 6R? Der steht bei den Kartoffeln da ganz hinten. Flo? Ja? Ich will es nicht sagen, ne? Bist du gerade irgendwo reingefahren? Bin gerade vielleicht nicht auf unseren Kerl drauf. Oh. Der liegt am anderen Ende vom Hof. Oh Mann. Denk dir nichts, ist mir schon mal passiert. Ich weiß gar nicht, war das in der Aufnahme oder außerhalb der Aufnahme? Ich glaube, das war außerhalb der Aufnahme. Den, wo ich dann holen musste? Nee, das holen? War woanders. Nee, das war woanders. Den hast du wieder weg. Jetzt ist er schon wieder weg. Weil ich zu fest den Zaun reingeht. Ich tu schnell jetzt einfach hinter den Zaun. Dann ist er sicher. Ja, oh, vorher verreckt der Diesel. Das ist glaube ich auch keine so gute Idee, den Kerl hat direkt an unsere Hofanfahrt zu stellen. Er steht jetzt hinterm Zaun, sicher. Okay, gut. Der Kartoffelente. Kartoffelkäseente ist wohl. Oh nein. Ich bin schon unterwegs. Ja. Oh, der ist direkt am Abfahrt. Oh, der steht. Mhm, hab's auch gerade gesehen, der ist nah am Abfahrer dran. Also ich muss sagen, bis jetzt bei mir hat er es tatsächlich jetzt gemacht, der Kartoffel. Aber wo er jetzt alles hat, weiß ich jetzt nicht. Das habe ich jetzt nicht geguckt. Hier hat er es nicht gewollt. Okay. Fragen wir nicht warum. Jetzt muss man halt da nochmal machen. Die Hauptsache ist, dass wir jetzt die Mission abschließen und den Rest kriegen wir dann einfach in unsere Tasche. Nee, ja, den Rest verkaufen wir dann PGA. Einfach. Genau. Weil ich sagen, weiß, mein Johnny, mein Juden Johnny, der wo glaube ich auch schon seit 8, 3 Folgen da steht. Steht's, ja. Da tappt man die ganze Zeit dran vorbei und bleibt einfach still stehen. Der mit dem guten Team Sound. Och man, jetzt werden der wird der schon wieder dreckig, ne? Ich hab den erst frisch gewaschen. Ich glaube, dass das Fahrzeug sauber bleibt, ist nicht zu vermeiden, wenn man damit auf den Acker fährt. Nee. Wobei, ich muss eigentlich sagen, der, so wie ein Fahrzeug jetzt zum Beispiel ein Traktor MLS, nachdem man benutzt hat, aussieht, so sieht er eigentlich auch nur fast aus, wenn man jetzt zum Beispiel mit einer Kreislänge oder mit einem Mulchgerät vorne ist oder heute bei einem richtigen Schlammarbeit was gemacht hat. Naja, nicht unbedingt. Ja, da? Wenn man grob hat und es ist echt saustaubig, dann schaut er wirklich teilweise. Ja. Oder wenn man Scheiming fährt und es ist auch staubig, sieht es genauso aus,
Und wenn's Bartet ist, dann schau er bloß bei den Kotflügeln so aus. Ja. Oben nix da. Bloß vielleicht wäre ein Vorteil, die Scheibe hinten zuzulassen. Ja. Das wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Was man allgemein tut, wenn man eine Klimaanlage auf dem Traktor hat. Ja. Außer jetzt in LS, weil da geht's ja nicht kaputt, aber trotzdem. Wenn man Klimaanlage hat und hinten die Fenster, das Fenster offen ist, dann machst du jede Klimaanlage kaputt. Ich hab's gleich bei Feld 16 mit Ansehen. Und süßigle hoch. Nein, das geht bei Feld genauso kaputt, weil das alles die alles das gleiche Klump ist. Geht bei jedem Traktor kaputt, sagen wir so. Wie gesagt, von meinem Eicher, der hat noch ein Klima drin. Vorderfenster auf, Heckfenster auf, Durchzug. Das ist meine Klima. Auf. Ja, das ist meine Klima. Aber teilweise ist es sogar eine bessere Klima im Sommer oder im Winter. Ehrlich jetzt, also. Möglich, ja. Bei unserem alten 844er, also bei unserem 80er Case, hat er dann leider einen Getriebeschaden kassiert. Nein. Und Vorderachsschaden. Aber ist jetzt was egal. Was mit dem macht? Du, ja, vielleicht mit 15 km/h einen 3-4 Meter Grupper gezogen. Ja. Der Abgang wie Text. Ja, auf alle Fälle. Auto, ich weiß, ich fahr einfach raus. Auf alle Fälle hat man da die Seitenscheiben aufgemacht bei dem. Das war ein besser Klimat, also sogar Klimatik. Also wie bei unseren moderneren Traktoren, also. Oh lol, ich sehe gerade, ich habe bloß noch 11% an Saatgut drin. Oh, ja, ja. Ja Leute, sorry, dass der ein bisschen ruckelt, das liegt aber daran, weil ich gerade wieder frisch in die in das Örtschaftchen reinfahre. Ach, soll ich dir vielleicht Ding vorbeibringen? Saatgut. Ne, ich bin schon gleich am Hof. So, okay, ja dann. Guck, habe ich drauf geguckt, die wäre schnurstracks zu Feld 30 gefahren, ne? Ja, das liegt gerade ein bisschen krass. Über 45, ah, jetzt geht's wieder besser. Kein Fremde mal dein Fend. Was halt einfach der wendigste ist. Also dein kleinen Fend. Oder dein Betrag. Um Zack rauszuholen. Achso, ja. Ne, ich glaube dein Betrag ist sogar noch wendiger, oder nicht? Ja, aber der Stand, also der Fend stand halt jetzt gerade passend. No Probleme. Wenn wir eh wieder ein bisschen davon, dass Batterie lagert. Bei dem und Batterie leer werden, das steht doch eh bloß rum. Und bei den modernen Traktoren kann man ja auch Batterie abzwacken, damit gar kein Strom mehr gibt, dann geht nicht einmal mit. Ich will das knapp machen. Hallo. Komm ich da durch, ohne irgendwo hängen zu bleiben? Oh ja, okay. 2000 Liter Sack, 26.000 Liter Sack gut oder so was. Oh gut. Das hält wieder eine Zeit. Nee, warte mal, das war noch mehr. Oder? Nee. Aber der Anderburger, der war schon gut. Ja, komm hier raus. Wenn man dann die Silier-Session machen, kann ja auch der Fan mit dem Anderburger dranhängen. Also. Ja. Der packt gerade so. warte mal, Feld 30. Ja, können wir dann halt so den kleinen B-Track da davor spannen. Schau schon. Ja. Klein, schnuckelig aus. Das sieht auch angenehm gut. Und da ist zwischengespannt. Aber ich muss sagen, mit der Reihe. Also wenn wir jetzt Leute einplanen, dann würde ich mal sagen, wir brauchen einen Häckslerfahrer. Ich bin Abfahrer. Sebi ist wahrscheinlich Abfahrer. Du bist auf dem Silo, oder? Ja, und dann brauchen wir noch einen Abfahrer. Und dann brauchen wir noch einen Abfahrer, weil mit zwei wird es richtig knapp, da hat der Häcksler Standzeit und das ist nicht gut. Naja gut, der ist jetzt bei uns nicht gemietet, aber ja, trotzdem. Aber dann für den Fahrer wird es halt langweilig, wenn er wieder warten muss auf sein Abfahrt gesprochen. Für Minimum 3. Also 5 Leute sind wir. Ungefähr. Ja. Warum halt dann noch 2 Leute? Ja, die dürften sich wahrscheinlich schon irgendwo auftreiben lassen. Ja, BS Gaming, hallo. Ja, stimmt. Ja, mal anschreiben. Falls du das Video siehst, Grüße gehen an dich raus. Jo. Ich glaube, du bist auch unten verlinkt, ich weiß nicht. Shame ja, ist er. Bist auch unten verlinkt, gern mal vorbeischauen. Cooler Typ, macht super Videos, schau jeden Tag bei ihm rein. Also jedes Mal, wenn er Videos veröffentlicht. Vorzum, welche Dunis mit auf.
Ich bin doch ein Dulli. Was ist? Ich habe gerade den Weizen abgeladen, aber also das hat gut abgeladen, aber kein Weizen mitgenommen. Ja. So, wieder dran gefahren. Oh nee. Ja, wenn du Bock hast, ich würde dir dann die ganzen, ja, wie heißt denn? Also Mods, die Mod, die ganzen Mods halt schicken. Großteil ist die ersten Mod hab, also. Ja. Glaub, aber nur wenn du Lust und Zeit hast, also ja. Jetzt zwing dich doch nix. DLC-technisch haben wir gleich plus Glas drauf, naja. Momentan noch plus Glas drauf, ich glaube der hat sogar alle. Ja doch, ja, der hat alle. Ja, okay. Aber wir dürfen uns fürs Zuschauen bedanken, denn wir sind für heute auch schon wieder fertig. Ich nehme auch wieder wunderschön den Birkenholzstapel hier mit, man kennt's. Man kennt ihn nicht anders. Ja. Wie gesagt, wir dürfen uns fürs Zuschauen bedanken. Jetzt kommt der legendäre Spruch, den niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet euch auch keinen Cent. Kanal abonnieren, also den roten Button unten kaufen, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst, und das war von mir. Jo, dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Mittwoch und sehen uns dann zu einer weiteren Folge am Samstag. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you.